Ja, liebe Freunde hier in Nürnberg, ich freue mich, dass ihr heute hier bei uns seid. Wir sind ja hier zusammengekommen, gewissermaßen zu einem Geheimtreffen. Es hat nur mit dem Geheimhalten nicht geklappt, es ist eine Gegendemo gekommen. Liebe Freunde, das, was in den letzten Tagen an Lügen in der Presse über uns ausgeschüttet worden ist, das muss hier auch, dem darf hier widersprochen werden. Erstens, es war noch nie der Ansatz unserer Partei, etwa deutsche Staatsbürger aus Deutschland auszuweisen. Das, wofür wir als Partei stehen und immer gestanden haben, das ist, dass wir kriminelle Ausländer ausweisen und solche, die hier kein Bleiberecht haben. Und das ist deutsches Recht. Wir haben nie mehr verlangt als die Umsetzung deutschen Rechts, liebe Freunde. Und das ist richtig so. Und wir haben in den letzten Tagen in ganz Deutschland überall die Bauern, aber auch die Arbeiter, die Angestellten und Selbstständigen auf der Straße gehabt. Und diese Menschen haben demonstriert, weil es ihnen an die Substanz geht, weil ihnen die Regierung der Linken ihre Lebensgrundlagen entzieht, liebe Freunde. Die Inflation kann jeder von euch sehen, der einkaufen geht. Die steigenden Spritpreise können wir sehen, wenn wir an der Tankstelle stehen. Alles das, liebe Freunde, ist das Ergebnis der Ampelpolitik, deren nützliche Idioten dort hinten dazwischen schreien, liebe Freunde. Und wir wissen doch alle das eine, wer keine Argumente hat, der brüllt dazwischen. Und heute ist es aber so, dass Millionen Menschen im Land erkennen, dass die Linken für die Verarmung der Arbeiter, der Angestellten verantwortlich sind. Sie opfern unseren Wohlstand dafür, dass in aller Welt sinnlose Entwicklungshilfeprojekte finanziert werden. Sie opfern den Wohlstand für sinnlosen Klimawahn. Sie sind allen Ernstes der Meinung, Deutschland könne das Weltklima verändern. Liebe Freunde, wir wollen nicht und müssen nicht das Weltklima verändern. Wir müssen verhindern, dass deutsche Rentner Flaschen sammeln. Wir müssen die Kinderarmut und Familienarmut bekämpfen. Dafür haben sich deutsche Politiker einzusetzen. Und liebe Freunde, es geht ja noch weiter. Wer heute in Deutschland auf die Straße geht, um gegen die soziale Verelendung, die uns die Sozialdemokratie und die Grünen gebracht haben, zu demonstrieren, der wird vom Establishment mit Begriffen wie Mistgabelmob beschimpft und verleumdet. Liebe Freunde, das lassen wir uns nicht gefallen. Diejenigen, die keine Ausbildung haben, die nicht arbeiten, die sitzen für die Grünen im Bundestag und auf der Straße, da stehen die anständigen Menschen, die Ehrlichen, die arbeiten gehen, liebe Freunde, so wie ihr. Und was hat man den Bauern, den Menschen auf der Straße nicht alles vorgeworfen? Man hat ihnen gesagt, sie würden eine Entgrenzung betreiben, wenn sie demonstrieren. Man hat ihnen vorgeworfen, sie würden die Demokratie gefährden. Nein, liebe Freunde, das alles ist unwahr. Und es wird ihnen vorgeworfen von jenen Grünen und Linken, die damals in Wackersdorf schon begonnen haben, die Polizei anzugreifen und mit Steinen zu bewerfen, die sich niemals wirklich von RAF-Terroristen distanzieren konnten und wollten. Liebe Freunde, die Linken, das sind die,
die gewalttätig auf unseren Straßen sind und nicht die Bauern und Bürger, die hier friedlich für ihren Wohlstand demonstrieren. Und darum stehen wir auch alle gemeinsam hier auf diesem Platz und auf den ganzen anderen Plätzen in Deutschland. Es muss ein Zeichen gesetzt werden. Die Ampel muss weg, liebe Freunde. Und heute erleben wir überall in Deutschland, dass diejenigen, die in der Regierung sind, behaupten, sie müssten die Demokratie gegen das Volk verteidigen. Nein, das Volk muss die Demokratie mittlerweile gegen die linksgrüne Regierung verteidigen. Und darum stehen wir hier. Wir sind der Motor der Demokratie, der Freiheit und des Rechtsstaats in Deutschland. Und liebe Freunde, wir können, und damit will ich auch schließen, wir können mutig und gelassen in die Zukunft schauen. Denn die Menschen im Land erkennen, wo die Menschen sind, die für die Interessen Deutschlands eintreten. Diese Menschen stehen hier auf dem Platz. Diese Menschen sind Mitglied der AfD und kämpfen auf der Straße und in den Parlamenten für die Freiheit und die Zukunft Deutschlands. Wir sind die, die die nächsten Wahlen gewinnen werden. In Brandenburg, in Sachsen, in Thüringen. Und wir werden hier gemeinsam die Kommunalwahl und die Europawahl in Sachsen-Anhalt gewinnen. Und dann können wir der Sozialdemokratie sagen, als Arbeiterpartei habt ihr ausgedient. Ich danke euch.